Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich bin Jeff. Ich spiele nie mit Jeff. Und ich habe drei Talente mit. Also, ihr könnt euch vielleicht denken, was das bedeutet. Oh, Freddy. Ich versuche, die... Ich habe den einfach nicht gesehen, ne? Ich versuche die Adept-Challenge mit Jeff. Das geht schon super los. Ich renne mal so weit weg, wie es geht von der Shack. Dass ich die anderen nicht störe. Ich versuche die Adept-Challenge mit Jeff. Es gibt mehrere Gründe, warum ich dies tue. Erstens muss Jeff weg. Zweitens wurde sich letztens im Stream eine Runde Jeff gewünscht und die packe ich dann jetzt quasi auf YouTube. Und drittens... Na los. Au, jetzt halt mal. So. Und drittens habe ich eine Daily, dass ich mit Jeff entkommen muss. Und dann hat sich das halt jetzt angeboten. Und wie immer, wenn ich die Adept Challenge spiele, erkläre ich euch mal kurz die drei Talente von Jeff. Das erste ist zerlegen. Und das kommt uns jetzt am Haken vielleicht sogar direkt zugute. Denn wenn ich gerettet werde, zerfällt der Haken. Also der Haken ist für eine Weile nicht nutzbar. Und ich sehe kurz die Aura des Killers. Nachsorge. Oh je, ich werde, glaube ich, nicht gerettet. Nachsorge bedeutet, ich sehe die Aura derer, die ich vom Haken gerettet habe. Beziehungsweise die ich geheilt habe. Und andersrum. Das, dieser Endeffekt, ne? Dieser Effekt entfällt jedoch, sobald ich erneut aufgehangen wurde. Aufgehängt wurde. Sorry für mein Deutsch heute. Und das dritte Talent von Jeff ist Verzerrung. Das ist das Talent da unten, wo eine 3 dran steht. Sobald der Killer rein theoretisch meine Aura sehen müsste, weil Barbecue und Chili, Nurses Calling oder. Lass mal hier rüber gehen. Sieht er meine Aura nicht. Also, dann wird Verzerrung unten aktiv. Ich kriege einen Zähler abgezogen. Und bekomme zusätzlich... Da drüben. Bekomme zusätzlich für ein paar Sekunden meine Kratzspuren erlassen. Quasi. Totem, das würde ich gerne wegmachen. So. David ist eingeschlafen, wir haben es gesehen. Wir suchen uns einen Generator. Oh. Suchen uns einen Generator, wollte ich sagen. Aber Ruine hatten wir nicht, ne? Ich war ja schon kurz am Generator. Ruinen hatten wir, meine ich, nicht. Hatte ich den Generator eben angefasst? Ich weiß es nicht. Freddy hat auf jeden Fall keine Verlangsamungs-Add-ons dabei. Maurice, alles gut. Ich weiß gar nicht, hatte er einen Mori einstecken, dass wir zu viert gestartet sind? Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Schande auf mein Haupt. Er winkt am Haken. Ist jetzt nicht, ob Freddy campt. Er scheint sich irgendwie. Also. Oder rennt jemand? Er hat angetäuscht. Er kommt aber. Jetzt müsste nur noch jemand retten gehen. Ich glaube, er hat aber gejagt, oder? Boah, Freddy, ist doch jemand rumgelaufen. Ich schau mal, ob ich es rüber schaffe. Dann kann ich mich auch direkt wecken gehen, wenn ich einmal drüben bin. Jeff, lauf! Aber das schafft man nicht mal vor der zweiten Phase. Vielleicht ist David schneller. Ah.
David ist schneller, aber wir schaffen es nicht vor der zweiten Phase. Schade. Ich gehe mal mit heilen. Müsste ich seine Aura auch mitsehen können. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob das ist, dass es nur zählt bei vollständiger Heilung. Doch, ich sehe seine Aura. Okay. So. Wir wecken uns. Hier ist auf jeden Fall... Ach, der ist schon an. Schade. So, dann haben wir wahrscheinlich in der Anstalt den Generator noch. Was? Jungs, seid ihr meine Buddies jetzt? Lass mal hier oben. Also, Kapelle, nicht Anstalt. Sind ja auf der Kapellen-Map. Wir haben den Gen hier noch. Ace geht retten mit seiner Taschenlampe hoffentlich. Nein. Tut er nicht. Ich gehe... retten? Freddy hat übrigens kein Barbecue, würde ich sagen. Verzerrung war noch nicht aktiv. Tschüss, Klödi. Sie geht oben mit dran. Das ist gut. Dann bearbeiten wir zwei Generatoren. Ace ist noch in der Jagd, schätze ich. Rennt ein bisschen wirr. So, ich guck mal, wo die Ausgänge sind. Da ist ein Ausgang. Leute, ich renne direkt zum Ausgang und bin raus hier. Jetzt nöt. Bitte nicht. Okay, das Tor geht aber ganz normal schnell auf. Wo war das andere Tor? Ich habe jetzt nur auf das hier geachtet. Ich mache auch nicht ganz auf. Wir haben einen Freddy. Die Wahrscheinlichkeit, dass Blutwächter dabei ist, ist ein bisschen höher. Wo war der andere Ausgang? Nein, nein, jetzt hat er aufgemacht. Nein, Blutwächter. Leute, Blutwächter. Der hängt den jetzt auf und wir haben Blutwächter. Ich spüre es. Oh, er ist runter. Cool. Eventuell haben wir trotzdem Blutwächter. Wir müssen aufpassen, Leute. Wir müssen so aufpassen. Lauf, 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 lauf. Links. Links. Ja. Genau. Einfach weiter geradeaus. Wie die Polonaise. Oh. Ist ja jetzt doof. Er darf sie nicht aufhängen. Weil dann ist hier zu. Er wartet jetzt die Zeit ab. Ich habe noch ein Medikit. Oh! Wo geht sie hin? Juhu! Nein, das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht sein Ernst sein. Jetzt, wir müssen raus, Leute. Blutwächter. 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 I'm so sorry. Es tut mir so leid, Leute. Wenn der jetzt keinen Blutwächter hat, ich schäme mich. Aber der hat Blutwächter. Er hat so lange gewartet, bis oben der Timer abgelaufen ist. Kein Blutwächter. Ja, kein Blutwächter.
Oh nein. Er hat keinen Blutwächter. Ich schäme mich. Aber, oh, dass der von dem Hügel oben runtergekommen ist und Klödi getroffen hat. Wie doof war das denn? Okay. Aber ich bin rausgekommen. Ich habe die Adept-Challenge mit Jeff geschafft. Ich verabschiede mich aus dieser Runde. Ah, ja, es war jetzt echt bitter, muss ich sagen. Ich sag tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und dann, ich überlege mir jetzt, wen ich denn als nächstes Adepte. Ihr könnt auch gern in die Kommentare schreiben, wen ihr gern als nächstes Adepte sehen möchtet. Dann versuche ich da was aufzunehmen. Aber jetzt erstmal tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.